Das Lebensfreude-Magazin. Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche dir pure Lebensfreude und begrüße dich ganz, ganz herzlich. Von A wie Achtsamkeit bis Z zur Zukunft erfährst du hier alles. Heute Morgen habe ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin an meiner Seite, die Manuela. Liebe Manuela, ich freue mich so über dein Thema Olivenöl und bin ganz gespannt, was du uns dazu zu sagen hast. Ich begrüße dich herzlich, fühle dich ganz, ganz lieb bei mir hier. Willkommen. Ja, vielen Dank, Anja, für die tolle Einführung. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier sein zu dürfen bei dir in deinem Podcast. Und ja, ganz kurz zu mir, damit die Leute auch wissen, wer hier hinter dem Mikrofon sitzt. Mein Name ist Manuela Promolla. Ich lebe in der Nähe vom Bodensee in Oberschwaben. Allerdings komme ich ursprünglich aus Süditalien, dem kleinen Dorf Auletta in der Provinz von Salerno. Und das bringt mich natürlich auch gleich zu meinem Thema, weil Olivenöl begleitet mich in der Tat schon seit ganz früher Kindheit. Und man kann sagen, ich bin fast unter einem Olivenbaum geboren. Es war nicht ganz so extrem, aber... Das hört sich romantisch an, ja, schön. Ja, und das allererste Mal Olivenöl hatte ich im Alter von 8 Monaten in einer Nudelsuppe mit Parmesan. Meine Mama hatte mir damals gesagt oder hatte mir vor ein paar Monaten gesagt hat mir das erzählt, dass ich mit 8 Monaten das erste Mal Olivenöl gegessen habe und dass es mir damals schon sehr gut geschmeckt hat. Und warum mich Olivenöl seit früher Kindheit begleitet, ist einfach, dass meine Familie sich seit mittlerweile 5 Generationen mit dem Thema befasst. Wir bauen Olivenbäume an und wir stellen Olivenöl der höchsten Güteklasse. Ja, ja, also genau. Und also ich kenne das aus der Toskana, das Olivenöl. Und wenn man das da isst, so mit frischem Brot in den Weinbergen, dann schmeckt das ganz anders, wie wenn man es dann hier in Deutschland isst und da in der Küche sitzt. Erzähl mir dieses Phänomen Olivenöl, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das Phänomen Olivenöl, also das ist eben genau, worin ich meine Aufgabe sehe. Ich möchte die Menschen für die Qualität von einem guten Olivenöl sensibilisieren. Ich möchte ihnen einfach aufzeigen und erklären, wie sich ein hochwertiges Olivenöl auf die eigene Lebensqualität auswirken kann, wie man auch ein solches findet und worauf man achten muss. Und das ist dann auch ganz oft so, natürlich, wenn man jetzt im Urlaub ist und Olivenöl zu sich nimmt, es ist ein ganz anderes Ambiente, man hat ein ganz anderes Gefühl, man ist nicht zu Hause, man lässt sich ein bisschen gehen, man lässt die Seele baumeln, man genießt ganz anders, einfach, ich würde sagen, man genießt mit allen Sinnen in der Tat, genau. Und wenn man dann auch sagt, ich nehme das Olivenöl mit nach Hause, ja, da fehlt aber irgendwas. Man hat zwar dann das Öl, aber das Ambiente fehlt und alle Sinne, ja, genießen natürlich mit, ganz genau. Und ich erkläre mir dieses Phänomen so, weil ich höre das tatsächlich von sehr vielen Kunden, die sagen, hey, wir sind im Urlaub, wir nehmen Öl mit, aber zu Hause schmeckt es gar nicht mehr so, wie wir es im Urlaub probiert haben oder gegessen haben, ganz genau. Wenn du dich mit dem Thema Olivenöl beschäftigst, geht es bei dir nur jetzt rein um das Kochen oder für einen Salat oder auch für die Creme, für die Haut? Wo benutzt du das? Also ich benutze es tatsächlich überall. Also in allererster Linie natürlich zum Kochen, weil Olivenöl, wenn man es aufnimmt, ist natürlich sehr, sehr gesund für den Körper. Allerdings, es muss wirklich ein gutes sein, weil sonst bringen die ganzen Inhaltsstoffe nichts, wenn sie nicht enthalten sind im Öl. Aber ich verwende es tatsächlich auch im Badezimmer. Also ich verwende Olivenöl als Feuchtigkeitsspender nach dem Duschen. Es gibt ein sehr langanhaltendes, geschmeidiges Hautgefühl, also was sich auch ein bisschen hält, nicht so wie mit der Bodylotion, dass das innerhalb weniger Stunden weg ist, sondern man spürt es nach. Und wenn man es regelmäßig macht, hat man eine wunderschöne, weiche Haut. Also ganz normal aus der Flasche das Olivenöl genommen. Also ja, man kann es aus der Flasche nehmen. Ich habe selber eine kleine Glaspipette. Also ich habe in meinem Online-Shop einen Olivenölspender mit Pipette. Und das kann man dann einfach die Pipette aufziehen, also mit so einem Saugnapf. Ja. Und dann kann man wirklich so 2, 3 Tropfen einfach auf die Haut, also auf die Hand tun und sich dann eben
einreiben. Ach, klasse. Mhm, genau, weil ich habe es schon mit Zerstäubern versucht, aber dann ist das Öl überall anders, nur nicht da, wo man es haben möchte. Und dann habe ich mal gedacht, okay, nehmen wir mal den Olivenöl-Tischspender für das Badezimmer und es ist wirklich super, weil es ist kleckerfrei und du kannst wirklich nur 2-3 Tropfen verwenden. Dann verwende ich es tatsächlich noch als Augen-Make-up-Entferner oder auch als Make-up-Entferner, wenn ich mal Make-up trage. Das ist ja klasse, das wusste ich nicht, okay? Ja, also, weil es ist ja Öl, es ist Fett und Fett zieht auch Fett an und deswegen gibt es eine ganz gute Reinigung auch der Haut. Also man sieht es wunderbar auf dem Wattepad dann auch, dass, ja, also wenn mal das Augen-Make-up-Mittelchen aus ist oder das der Make-up-Entferner einfach Olivenöl nehmen. Ja, Hammer. Okay, auf die wunderbar. Idee wäre ich nicht gekommen. Klasse. Mhm. Ja, genau. Und was ich mich jetzt gerade seit neuestem rantraue, ist Olivenöl für die Haare. Da bin ich selber gerade noch so ein bisschen am Experimentieren. Aber ich habe jetzt schon nach der ersten Anwendung festgestellt, dass es die Haare auch geschmeidiger macht. Und weil es ist ja ein Feuchtigkeitsspender, Haare trocknen ja zum Teil ja auch aus, gerade mit der Sonne. Und so. Und es hat schon einen kleinen Effekt gehabt. Ich habe es aber noch nicht wiederholt, um noch ein bisschen mehr davon erzählen zu können, wie man Olivenöl für die Haare verwenden kann. Genau. Und das hört sich klasse an, weil ich mache regelmäßig Öl in meine Haarspitzen rein. Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, wäschst du gleich die Haare damit, oder? Nein, also ich tue mir die Haare ganz normal nass machen und tu mir danach Olivenöl, also in die Spitzen rein oder halt in die Längen, je nachdem, ob du jetzt gestufte Haare hast oder lang, also ja, auf einer Ebene die Haare. Und dann wickel ich die in Klarsichtsfolie oder Alufolie ein, dann mit einem Handtuch feststecken auf dem Kopf und dann für eine Stunde einwirken lassen und danach schön ausspülen. Oh, das hört sich wie eine Kurpackung. Genau, das ist eine Kur, nur super natürlich und ja, sehr nachhaltig natürlich auch, weil man braucht natürlich nicht ganz so viel. Ja, und Manuela, erzähl mir, was muss ein gutes Olivenöl haben? Also ich fange mal beim Geschmack an. Beim Olivenöl ist es tatsächlich so, es muss ein ausgewogenes Verhältnis an Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe haben. Also wenn ein Olivenöl nicht bitter ist oder nicht scharf ist, zumindest nicht ein kleines bisschen, dann würde ich ein bisschen aufpassen mit, ob es ein Olivenöl ist oder nicht. Oder zumindest ein älteres Olivenöl, weil ein gutes Öl sollte immer fruchtig, bitter und scharf sein. Und die Schärfe, das ist dieses Kratzen im Hals, was ganz viele dann auch zum Husten bringt. Und das kann je nach Olivensorte unterschiedlich ausgeprägt sein. Also daher, also vom Geschmack her, fruchtig, bitter und scharf. Wenn eine Komponente fehlt, dann Achtung, dann ist es vermutlich kein hochwertiges Olivenöl. Und ich kann es ja jetzt nicht probieren, wenn ich im Supermarkt stehe. Ja. Was muss draufstehen? Also das kommt ganz drauf an, was du von einem Olivenöl erwartest. Weil im Supermarkt, ich verteufel die Olivenöle im Supermarkt nicht. Das Preis-Qualitäts-Verhältnis ist durchaus gerechtfertigt. Aber man darf sich nicht die höchste Qualität erhoffen, weil, okay. Genau, also weil es vom Preis her kann es schon, ja, kann es nicht ganz so hundertprozentig sein, weil ein gutes Öl, also wirklich ein qualitatives, hochwertiges Öl, da sollte der Liter mindestens 15 Euro kosten. Okay. Wobei ich jetzt sagen möchte, ein hoher Preis garantiert natürlich keine Qualität. Aber wenn ein Preis jetzt unter 15 Euro, sagen wir hier in Deutschland, also wenn man jetzt das Olivenöl in Griechenland oder Italien kauft, da kann das ein bisschen drunter sein. Aber hier in Deutschland in einem Laden sollte ein Öl mindestens 15 Euro kosten, weil das rechnerisch sonst gar nicht machbar ist. Und deswegen, wenn jemand wirklich ein gutes Öl sucht und es einfach sagt, ich bin es mir wert, ein qualitativ hochwertiges Öl zu mir zu nehmen, der findet das, würde ich jetzt mal sagen, im Supermarkt nicht. Oder wenn, dann ist es ein absoluter Glücksgriff. Aber da würde ich außerhalb des Supermarktes tatsächlich suchen. Und das heißt, bei dir im Online-Shop bekommt man so ein hochwertiges Olivenöl? Ja, ganz genau. Also bei mir zu meinem Olivenöl, also ich komme aus Auletta, deswegen auch Aulettas Gold als Markennamen für das Öl. Wir haben tatsächlich ein ganz
ursprüngliches, naturbelassenes und nachhaltiges Olivenöl. Also da ist wirklich alles drin, was drin sein muss und soll. Es wird also in bester Art und Weise verarbeitet, dass der Qualitätsstandard auch gehalten werden kann. Und ganz wichtig, es gibt ja auch bei anderen Lebensmitteln und bei Öl ist es auch so, es wird zum Teil für Deutschland produziert. Und bei uns, weil wir einfach ein kleines Dorf sind, es ist wirklich, ich sage immer, sie genießen ursprüngliches Italien, weil es ist ein Öl, wie es auch die Süditaliener zu sich nehmen. Also es ist nicht irgendwie verarbeitet oder vom Geschmack her ein bisschen angepasst, sondern es ist wirklich Natur pur. Das sind Träume und das heißt auch nichts dazu gemischt, um Masse zu produzieren, gestreckt oder wie auch immer. Genau, ganz genau. Also das findet bei uns im Dorf gar nicht statt. Wir haben tatsächlich nur Olivenöl der höchsten Güteklasse. Die höchste Güteklasse ist natives Olivenöl extra. Also wenn man nach einem Olivenöl sucht, sollte man nach dieser Bezeichnung gucken. Genau, und daher ist es wirklich bei uns auch noch, was ich immer sage, die Spezialzutat unseres Olivenöls ist wirklich die Liebe und die Leidenschaft der Olivenbauern, weil bei uns im Süden, das wissen die wenigsten vermutlich, ist die Wirtschaftslage nicht die beste. Und bei uns gibt es nur die Landwirtschaft und ein bisschen Tourismus. Aber die Landwirtschaft, da stecken die wirklich alles rein, was sie haben. Also ihre ganze Energie, ihre ganze Liebe, ihre ganze Leidenschaft. Und ich sage auch immer, ich finde, man schmeckt das raus. Weil es ist ja immer so, wer die Kuh ehrt, der wird auch die Milch ganz anders genießen. Ja. Und ich bin so ein Mensch, ich glaube an den Energieaustausch. Und wenn ich einfach meine Pflanzen oder meine Umgebung hege und pflege, dann bekomme ich auch das Bestmöglichste zurück. Genau. Und so wird es bei uns im Dorf wirklich gemacht. Also in Auletta gibt es auch Feste, wo wirklich der Genuss zelebriert wird. Die sind so stolz auf die Produkte. Da kommen Menschen von überall her, um daran teilzuhaben. Und deswegen kann ich wirklich sagen, es ist ein ganz, ganz feines Öl. Und für mich ganz wichtig, es ist nachhaltig hergestellt, weil alle, ich sag mal, Abfallprodukte, die bei der Herstellung entstehen, werden wiederverarbeitet. Entweder zu Brennmaterial weiterverarbeitet oder aber im BHKW, in der Biogasanlage, nicht im BHKW, dann zu Dünger weiterverarbeitet, zu Gas oder einfach zu Bewässerungswasser. Und was meine Herzensangelegenheit bei dieser ganzen Thematik ist, es ist ein fair produziertes Olivenöl, weil mir ist es einfach wichtig, dass die Olivenbauern wirklich die kompletten Produktionskosten plus Gewinn erhalten, um diese Liebe, Leidenschaft und Tradition aufrecht zu erhalten. Denn was ich 2019 erfahren musste, war, dass bei uns im Dorf nur noch ein kleiner Teil der Oliven zu Öl verarbeitet wird, aufgrund, dass die Bauern ansonsten auf den Produktionskosten sitzen bleiben. Und das liegt einfach am Mitbewerb, an diesen vielen Discounterölen. In Süditalien ist der Markt sehr gesättigt, weil 80% des italienischen Olivenöls wird in Süditalien hergestellt, nicht in der Toskana, nicht in Ligurien, sondern wirklich unten. Und aufgrund der schlechten Wirtschaft wandern eben viele ab. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte meinen Beitrag leisten, ich möchte das Dorf unterstützen, ich möchte dieses wertvolle Gut erhalten. Und deswegen ist es mir auch wirklich wichtig, dass die Olivenbauern und die Kooperative, mit der ich arbeite, wirklich fair bezahlt werden, dass wirklich jeder was vom Kuchen hat. Ein Traum, das hast du so schön gesagt. Und das bewundere ich, deine Leidenschaft und ja, dieses Gefühl für Heimat und für die Menschen, für die Bauern, ein Traum. Vielen Dank. Jetzt erzähl uns bitte, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich buchen? Wie kommt man in deinen Online-Shop, so dass auch ganz, ganz viele Menschen das Olivenöl kaufen können? Also ich habe einen Online-Shop und der ist unter www.aulettas-gold.de erreichbar. Da kann man sich einfach mal durchschmökern. Also da ist natürlich dann auch die Produktseite. Aber ich habe auch eine Seite mit Wissenswertem, wo eben gerade auch nochmal so ein paar Hintergrundinformationen zu Olivenöl erklärt sind, einfach typische Fragen beantwortet werden. Und da würde ich einfach mal sagen, vorbeigucken, sich ein Bild machen, sagt mir das zu.
Auf der Seite ist dann bei unter uns auch noch ein Bereich über mich, dass die Leute einfach meinen Hintergrund nochmal erfahren, meine Mission, meine Vision, warum ich das alles gemacht habe und natürlich auch, wo man mich dann buchen kann, weil ich halte auch Vorträge, eben wie finde ich ein gutes Olivenöl, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, was ja meine Aufgabe ist. Und da einfach durch die Seiten durchklicken und da findet man dann alle Infos. Ich bin jederzeit, oder jederzeit ist übertrieben, ich bin mit dem Handy erreichbar, ich bin per E-Mail erreichbar. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte Fragen stellen, dafür bin ich da. Ich möchte wirklich mein Wissen weitergeben, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ein gutes Olivenöl zu finden. Auch wenn es nicht unser ist, aber es ist einfach, mein Ziel ist es, dass die Menschen, die wollen und die können, wirklich eine Quelle finden, wo sie ein ordentliches Olivenöl haben. Das und hast daher du so schön gesagt. Super. Ich werde schreiben. Auf jeden Fall hier unten drunter dich mit deiner Webseite verlinken, mit Facebook verlinken, so dass die Leute dich sehen, dass sie dich erreichen können. Ja, sehr gerne. Tausend Dank, dass du mein Gesprächspartner warst. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich wünsche dir pure Lebensfreude und alles, alles Gute. Danke.